Dann geht es gleich los. Mana seinem diesen Riesending. Isoisa, bitte. Das müssen doch nicht alle wissen, Entschuldigung. Don't do things like this. Wir brauchen dich ganz, Beere. Was hast du gemacht? Ich habe eine Macke an meinem Ink mit für no idea, wo das herkommt. Das passiert doch manchmal einfach, dass man sich Macken macht. Huch, was war das denn? Ich habe auch ständig blaue Flecke und alles und denke mir jedes Mal so. Woher kommst du jetzt nochmal? Guten Morgen, Tenta. Schön, dass du auch da bist. Wie geht's? Wie steht's? Wir müssen jetzt auf die andere Seite hier hin. Also wir können es schon sehen, aber es sind einfach noch viele Ebenen im Weg. Und dann ist das immer ein bisschen anstrengend, da hinzukommen. Denda. Denderlein. Ach, da müssen wir entlang. Ach, Gottchen. Alle setzen einen Paladin oder einen Warrior und Annie einen Tank. Ja, aber Annie, einer muss ja tanken. Lass mich, der Tank ist toll. Außer, dass meine Eltern unglaublich nerven gerade. Und sich beim fast anschreien, ist alles gut. Oh nein. Tenta, das klingt nicht so nice, actually. Tut mir leid. Aber schön, dass du hier bist. Mach einfach bei Stream Raiders rein. Es gibt ganz viel Erfüllung. Und jetzt, aber wir machen jetzt auch so was richtig Meditatives in diesem Spiel. Steine haufen. Our work is done, and daylight remains. We have earned a drink for our troubles, I think. What say you, brothers? A drink, aye! To drown our creation in praise. A world fashioned anew from old flesh. Do you recall the size of old Ymir when we began our work? A corpse as tall as the day is long, spanning the abyss Genungagap. Oh yes, oh yes. His pliant flesh, by which we made the fertile soils of the earth. And from his blood came oceans and the seas. I remember well. For hills and mountains, we piled his bones. From his beard came trees, from his hair, the grass. His domed skull we opened, for the blue heavens above, crowded by clouds of brain matter. A new world made from an old life ended. Skål, brothers! I raise my horn to you both. Brother Odin. You're silent. Is something wrong? Is our work not worthy of praise? What am I doing with my life? Wieso muss man so viele Steine haufen? Das war beim letzten Mal. Wieso muss man so viele Steine haufen? Das war beim letzten Mal. Schon. Ja, ich weiß! Weil es ab und an gibt halt. Und ich bin einfach so komplett lost dabei jedes Mal. Kann man eigentlich jetzt den nehmen? Oh, das sieht aus. Eventuell den. Es ist halt super schwierig einfach einzuschätzen, wie die rutschen werden. Der Stein ist jetzt halt super schief einfach. Uch. Mann, das wird doch jetzt wieder kippen, wenn ich den drauf sitze. Ich sehe das doch schon. Kann man... Kannst du das nochmal... Danke. Kann man das drehen? Habt ihr das? Bleibt so stehen. Oh nein, 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 nein! Nein! Okay. Nochmal alles auf Anfang. Achso, wir können es aus. Aha. Die Sachen 20 spielt ein Videospiel, wo man Steine stapeln muss. Ja, halt wirklich. Ach, Kinders, ey. Die
Steht jetzt schon schief. Oh, ich komme gerade mit der Kamera. Hallo. Hallo. So. Manchmal kann man dieses, irgendwie kann man hier nie so gut 3D sehen, finde ich. Also, dass du nie so wirklich weißt, so, wo bist du jetzt eigentlich gerade? Bist du jetzt richtig auf dem Stein oder musst du hier die komplette Kamera einmal drum führen? Hä, wie habe ich das denn gerade gestapelt? Das war voll gut gerade eigentlich, zumindest die ersten 3 Steine. Rox vs. Isa, Rox wins. Oh, ich bin übrigens bald nicht mehr 28. Jee. Nein, bald bist du alt. Bin ich alt. Kann der eigentlich actually so stehen bleiben? So? Nee. So? Okay, nein, kann er nicht. Danke. Haben wir festgestellt, kann er nicht. Nein, wieso? Ich wollte ihn doch nur ein bisschen rumjustieren. Der war doch eigentlich schon gut. Isa wird 21. Und Isa kann noch lachen drüber. Mhm. Definitiv. Ich muss hier Steine stapeln. Ist viel, viel wichtiger. Hallöchen, Noki. Hey, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Isa wird nicht alt, sie wird nur mit ihren 18 Jahren volljährig. Yes. Ach, naja, ist alles gut, wie es ist. Ich muss nur diese Steine hier stapeln. Oh Gott. Alright. Wie habe ich das denn gerade geschafft, dass ich irgendwie 3 Steine hasse? Hm. Ist schon halt hart schief, ne? Mhm. Ach, wir könnten den auch einfach drehen, ne? Ach Gott. Sagst du, nein, ich muss Steine stapeln. Aber gibt der jetzt nicht in eine Richtung? Ja, okay. Also Isa, ich weiß schon, welchen Vogel ich gerne bei 6 Monaten gezeichnet haben würde. Maybe you know after yes. Oh, ja, geil. I like it. Willkommen zurück, Fabi, übrigens. Fang am besten mit den kleinsten Steinen am ersten an. Das ist eigentlich voll meditativ. Ja, eigentlich schon. Ich glaube, es macht mich halt nur irgendwann aggressiv. Das ist halt auch nicht so. Also das sollte ja nicht Ziel von Meditation sein, aber ich finde es halt schade, dass wenn du es jetzt nämlich löst, dass du nicht weißt, hält es oder hält es nicht. Und dann ist immer so, I don't know.
Das wird im Leben nicht halten. Es gibt ja jetzt schon, wo ich das hier so rüberziehe. Scheiße. Und wenn wir, warte mal, heb den nochmal hoch. Und wenn wir jetzt... Wenn wir das ausbalanciert bekommen, jetzt sind wir eigentlich schon durch. Einen Augenblick, Leute. Es wird mich nur ein paar Stunden kosten. Ah, nein! Nein! Ist das schummelt genau wie ein Kabinett. Wieso schummel ich? Und danke, Isa. In 2 Monaten hat Isa dann auch das Stapeln geschafft. Und dann 4 Jahre später ist gezeichnet. Okay, sorry, das war gemein. Puh. Es ist halt alles... Es nimmt halt alles Zeit ein. Mann. Ich bin fasziniert, wie dieser Stein da die ganze Zeit hält. Glaubt ihr, ich krieg den großen da drauf balanciert? I will only take 3. Ja. Knapp. Jetzt mache ich nur noch Scheiße gerade, das ist richtig. Ah. Stapelsimulator. Gleich mal den Pullover hochziehen, damit sie stehen. Sie wird ein richtiger Assassine aus dir. Danke. Dieses einer glaubt hier an mich. War ein bisschen zu viel Gewicht. Fein. Der Stein war das, der da so gut stand, ne? Ach, oh, ah, da, an dieses Konstrukt erinnere ich mich auch noch.
Der hat das gehalten am Ende. Da oben, ich dachte gerade, die zwei letzten Steine, die vorletzten Steine beiden würden gleich runterfallen. Und ich war nur so, leg den einen ab, leg den einen ab. Wow, you did it. Stupid stones. Siehst du das, was sie lesen will? Streamer-Problem. Ah! Hat er fix fixiert ist. Muss noch 2 Monate warten. You can do it, Biri. Aber bis dahin habe ich Zeit, die anderen vielleicht noch fertig zu kriegen. Morgen geht Ethan in den Park und sammelt kleine Steine und fängt an, sie zu stapeln. Mushu als Drachenvogel wäre auch gut. Oh, true. Ich glaube, sie braucht einen Hint. Ja, wirklich so. Wie funktioniert das so? Und ich denke mir so, I know how it works, you fucking idiots. Sie liest sich wieder alles schön. Ja? Hallo? Isa kann mit Stein Sigma main. Das wäre schön. Also, es wäre schön, wenn ich Sigma könnte. Ich habe so hart gelacht. Ich hatte keinen Screamer für die Mies. Mann, ich hatte richtig Angst. Das ist so letztes Mal. Die liegen halt so richtig gut aufeinander. Und dann kommt dieser letzte Stein. Und dann habe ich den einfach so runtergebremsen lassen. Und ich war nur so, nein. Mann, oh. So, waren wir hier kurzstrecken Johnny wieder. Screener ist auch auf BOD. Wow! Ich hab das meine Stimme schon wieder voll vergessen. Geil. Look at the team. Nein, Shanti! Oh, what? Ich will jetzt auch kurz DC. So, was habt ihr hier schon wieder 2 Markierungen gemacht? Hallo? Hä? Achso, da unten? Hey, dann warte, I got you. Bei mir bin ich voll dabei. So, auf geht's weiter. Wir haben das Steinrätsel gelöst. Wir haben schon 3 Dings wieder. Skillpunkte. Was haben wir denn hier noch so? Mehr Leben. Bessere Feuerresistenz. Ja, ich sollte mal irgendwas mit Feuer haben, glaube ich, langsam. Stealth Damage. Melee Resistance, yes. I'm a tanky girl. Wieso sind die Wölfe alle so fies? Also jeder Wolf hier kann mich einfach umbringen, weil ich sie nicht umbringen kann. Oh. Hi. Steckt er sich einfach in so einer Bubble? Pech. Oh, das mit den Steinen ist schon fertig. Da ist schon eine Stunde weg. Backpack. Frech. Frech.
Au, das habe ich nicht gesehen. Oh Mann, der heilt sich immer, der Dude. Oder auch nicht. Wieso hat der da kein Damage? Wieso nimmt der manchmal nicht Damage? Kannst du die glänzende Stange haben? Kurz weg! Also Einheiten platzieren. Einheiten! No, wir müssen Key finden. Oh, wir müssen Key finden jetzt noch hier. Und der Dude hatte den nicht. Oh, da. Okay, nein. Warum sind die blau? Weil die aus Jotunheim kommen. Ja. Kennt ihr, ich bin gerade nicht im normalen, wo auch immer das spielt. England? Ingaland. Sondern ich bin aktuell in Asgard. Gerade doof oder verschwinden die einfach manchmal? Den habe ich gerade angegriffen. Parieren, Isa. Parieren. Es ist irgendwie unglaublich, wie gut die sich eigentlich in den blauen Dingern tarnen können. Okay, jetzt verstehe ich, warum ich sie nicht sehe. Ich kann mir auch verstecken, wenn ich will. So. Habe ich jetzt einen Schlüssel? Ich hoffe, ich habe jetzt einen Schlüssel. Sind die jetzt alle wieder gespawnt? Asgard. Parieren, Isa. Achso, das ist ganz gut. Warum rennt er? Alles klar. Danke, Kevin. Hui. You pay the blood price. Oh, guck mal. Kurzstrecken, Johnny. So, ich warte übrigens immer noch. Da ist auch noch einer. Ja, müssen wir aber da nochmal hin. Hast du gesagt? Nee, Vinitenta. Hat uns doch mit uns Marvel geschaut. Yes. Das ist auch ein blaues Glücksbärchen. Herr mit Glücksbärchen. Fürchterlich. Kennt
heute 18 Uhr. Yes, Leute. Nochmal kurze, ganz kurze Erinnerung. Heute um 18 Uhr gibt es das große Finale mit Assassin's Creed. Assassin's Creed. Mit Assassin's Creed. Mit Avengers Infinity Wars. Und... Infinity War und... ja. Endgame gibt's auch noch. Hi! Einer hat mich extra auf den Sim ausgetragen heute. Bartenta, wie cool. Endgame. Endgame. The Endgame mit The End. Ach, wie hoch. Los! Und nochmal. Ja, du. Booty! Booty, booty! Show me what lies ahead. Ich habe gerade irgendwie den Eingang zu der Höhle gesucht. Um den nächsten Schatz einzusammeln. Glaube ich. War das nicht hier? Hier ist so ein... Ah, ja, ja, jetzt sehe ich es auch. Würde man dafür gedacht werden, wenn man als Frühstück Eis isst? Frag für einen Freund. Ne, habe ich auch schon gemacht, als er mal in der Papiere. Also von daher, ich judge dich. Leute. Lesen aber trotzdem erst das Rätsel hier. Und dann geht's ins große Battle. Frühstück. Kuchen als Frühstück, klar. Wenn du Schokosauce und Streusel drüber machst, schon. Kuchen. Ich hab langsam ein bisschen Hunger. So, dann schieben wir das noch zurück. Dann müssen wir hier eigentlich durchkommen und dann sind wir auch schon da. Und wir brauchen nicht mal den Schlüssel. Jetzt muss ich hier nur wieder rauskommen auch. Jetzt habe ich das abgebrochen, weil ich da nicht durchgedrückt habe. Wie witzig. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder hier zurück auf die Insel und dann können wir eigentlich mit der Quest weitermachen erstmal. Beere gesund ernähren. Auch Beere. Eiskuchen. Captain Isa, ja. Lass mich nur meine Richtung ein. Oh, Beere, danke schön, dass du an Tenta einen Sub schenkst. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und Tenta, viel Spaß mit den Birdies auf Twitch. Hätte gerade Nudelauflauf zum Frühstück auch gerne.